Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder bei 7 Days und werden jetzt gleich nach Hause fahren. Ich gehe nur noch einmal rein. Wir haben nämlich vergessen, das zu verkaufen, was wir im Inventar haben. Typisch, was heißt wir? Ich hab's vergessen. Ihr könnt ja gar nichts dafür. Gut, wir haben jetzt nicht so viel Gammelfleisch, wie ich gerne hätte, aber wir kommen erstmal weiter damit. Ich brauche eine Raceland-Pause. Ausnahme mit zu Hause auch noch zu tun. So, dann nehmen wir den da. Du kannst dann Geld haben. Die kannst du haben. Den kannst du haben. Das. Durst, ja, das können wir auch verkaufen. Shijun. Und dann gucken wir jetzt mal. Wir werden auf jeden Fall Money und Gammelfleisch mitnehmen. Und Geld natürlich auch. Und dann einfach, was passt. Das war eine Nacht. Echt. Das war eine Nacht. So, warte mal kurz. Den werden wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Definitiv. Den mit zweimal. Ja. So, Muni nehmen wir auf jeden Fall mit. Fleisch nehmen wir auf jeden Fall mit. Die auch, weil ich Schrot herstellen muss. Und den Rest müssen wir gleich mal gucken. Hier, Gammelfleisch kommt mit. Steiner braucht man nicht auch immer. Gut, da haben wir zu Hause genug von. Das ist jetzt nicht so wichtig. Den nehmen wir mit. Das Geld auf jeden Fall. Und die Muni auch auf jeden Fall alles. So, hier ist Fleisch, das muss auf jeden Fall mit. Warte mal, ich mal gucken. Hier die Steine nehmen wir noch mit. Da ist noch Fleisch. Haben wir noch Muni drin? Nee, ne? Ah gut, aber die Sachen können wir mitnehmen. Ja, ich muss da wirklich mal gucken. Sand nehmen wir mit, das ist zu viel zum hier lassen. Leder haben wir, glaube ich, auch nicht mehr so viel. So, warte mal. Eins nach dem anderen. Eigentlich haben wir jetzt alles Wichtige. Dann hau erstmal rein. Zumindest sind wir nicht mit Schrot im Minus raus. Das ist ja auch schon mal was. So, der kommt auf jeden Fall mit. Naja, gut. Wie gesagt, Gammelfleisch ist nicht ganz so viel, wie ich gerne gehabt hätte, aber es gibt Schlimmeres. Den nehmen wir jetzt einfach mit, was noch passt. Zack. Einen Moment. Eine Sache kriegen wir, glaube ich, noch rein. Ja, hier. Packe rein. So, passt noch irgendwas drin? Ein paar Düle, ansonsten... Nö. Alles gleiche. Den haben wir jetzt erstmal voll. Dann fahren wir jetzt definitiv erstmal nach Hause. Das war... Okay, es war irgendwie cool. Es war mal was anderes. Jetzt mal hier hin. Und ja, ihr habt mir mehrmals geschrieben, dass ich da über 800 Style in der Kiste habe. Wahrscheinlich unbewusst weggepackt. Aber das ist nicht schlimm, wir haben ja eh wieder Holz, da brauchen wir das. Da brauchen wir nicht ganz so viel herstellen. Erstmal nach Hause. Jetzt räumen wir erstmal weg. Muss es aus sein? Gut, erstmal weg damit. Ich hoffe, dass hier in der Zwischenzeit nichts zerdämmert wurde. Nö, sieht aber nicht danach aus. Und die hatten wir sowieso leer. Die hatten wir auch leer, ja. Da soll mich alles rüber. Hier haben wir noch Farbe drin. Eins nach dem anderen. Jetzt erstmal die Schmelznochen drin. Danke. Hier Handwerkerin. Sortier hier mal ordentlich. Schön, schön. So, Zutaten haben wir auch ein paar Kleinigkeiten. So, Getränke genauso. Jo. Ja, gut, cool, den einen kannst du auch mit draufpacken. So, dann haben wir auf jeden Fall noch jede Menge Parts. Sogar der größte Toll hier. Dann müssen wir mal googeln. Wir haben auf jeden Fall, wurde mal eins nach dem anderen. Die gehen definitiv erstmal hier rein. Danke. So, das geht bei Spezial drin. Die Farbe kann hier erstmal rein. Der Rest ist Mods, nur der Motor kommt hier noch rein. Bei der Rüstung muss ich mal gucken. So, erstmal die Nomadenkopfbedeckung. Ist das die? Nein, das ist die Assassin.
Dann haben wir die gar nicht, ja? Dann hauen wir rein. Nein, die hatten wir definitiv noch nicht. Und die Vollstreckerschuhe müsste ich auch mal. Haben wir aber in 4. Gut, dann verkaufen wir die 4er. Hier, das ist Special Money. Und das sind Mods. Gut. Ja. So, warte mal. Das Korn erstmal wieder drin. Dafür nimmst du mal den und den mit. Die Mod hauen wir gleich hier rein. Do. So, dann ist das Auto jetzt voll gemoddet. Das ist schön. Ja, kommt her, liebe Zombies. Kommt her. So, und den nehmen wir den mit und den einen Partner, den holen wir gleich raus. Gut, hauptsächlich Muni haben wir uns dicken. Den geben wir her. Nicht Muni Mats. Passt hier noch irgendetwas? Nicht wirklich viel. Jut. Schrot haben wir halt kaum noch was, ne? Außer das bisschen. Gut, in einer Kiste ist noch ein bisschen, aber ansonsten. Zutorten. Fleisch haben wir auch erstmal wieder ein bisschen umstort. Gammelfleisch kann erstmal mit drin. Steine und Sand kann ich eigentlich gleich rüberbringen. Das haben wir schon drüben. Wie schön. Na gut, ein bisschen haben wir was davon. Müssen wir mal gucken. Geld kommt gleich vorne rein. Da kommt erst aber Medizin mit drin. Haben wir auch ein paar im Start. Das hier ist Ports. So, heute. Messing kommt aber hier noch mit rein. Das haben wir drüben noch nicht. Gut, Steuern, Sand und so, das geht schon rüber. Hier, das kommt da noch mit drin. Hier. Okay, ja. Ich hab's nicht gesehen. Ich will jetzt nur ganz kurz den Lehm schon mal mitnehmen. Wir haben auch so gut wie kein Eisen mehr, ne? Das haben wir noch nicht drüben. Nö. Wie gut, eins aneinander. Das kann nämlich auch schon mal rüber. Dann bringen wir es mir gleich rüber. Geld hat sich ja auch schon mal ein bisschen angesammelt. Das pack erstmal rein. Ja, ein bisschen Kleingeld haben wir schon. So, ich müsste... Das nehmen wir einmal mit. Die haben wir schon leer. So, Stall haue ich jetzt erstmal hier mit rein, aber ich weiß ja jetzt, dass es hier ist. Wir müssen wirklich einmal kurz rüber. Nehmen wir den Sprit hier raus. Den packen wir mich jetzt hier hin. Weil ich wissen muss, wie viel Stein wir drüben noch haben. Eisen brauchen wir, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich drüben die Eisen schmieden und das angeschmissen habe. Müssen wir jetzt echt mal gucken. Und mit der Rampe müssen wir auch noch mal bei. Die ist wirklich zu willig. Da müssen wir andere Blöcke benutzen. Das geht so nicht. Die sieht aber wirklich, ne? Ich guck mir das nochmal an, aber ich meine wirklich, die sah extrem willig aus. Sieht sie auch. Von hier geht's eigentlich, aber guck mal, wenn man von der Seite guckt. Ich weiß nicht, warum die so wellig aussieht, was sie da gemacht haben mit den Blöcken. Es sieht extrem, wahrscheinlich durch die Farbunterschiede da. Naja, ich muss jetzt wirklich mal nach den Schmieden gucken. Einmal hoch, der BD. So, hier und mit Zement angesetzt. Das passt alles so weit. Da ist nur Holz alle. Der ist aber auch voll. Man so nebenbei bemerkt. Den setz hier mal neu an. Passt sogar noch rein. Sehr schön. Der brutzelt noch ein Weichen vor sich hin. Ist aber auch voll. Dann packen wir rein. Dankeschön. So, und hatte ich hier ein Eisen und so schon angesetzt? Ich glaube nicht, ne? Ne. Nee, nee, hatte ich nicht. Schmelzziegel und so, das nehmen wir von drüben mit. Das kommt hier definitiv noch rein. Ist das dein Ernst, Uschi? Ist das dein Ernst?
Alter, der rennt gleich mein Auto um. Guck mal her hier. Ja, man kommt hier irgendwie nicht raus aus der... So, Ruhe hier. Ich blute ja schon wieder. Unterlass dies. Oh, Uschi am Fliegen. Oh ne, Uschi, bitte. So, Ruhe hier. Und die nächste. Dim. Aber nun ist auch mal gut hier Vehikel, ja? So, Ruhe hier. Ich sag da Ruhe. Ruhe. Geht doch. Na, Matschauge? So. Wie die sich hier alle tummeln. Gott, da ist noch eine Uschi. Ruhe. Ruhe. Wo lebst denn noch? Spinny ist auch noch da. Spinny, halt still, wenn ich drauf hau. Oh, sind sie auch noch? Und schon wieder eine Uschi? Ruhe. Wird Zeit, dass wir die Mauer hier kriegen. So, haben wir denn jetzt Ruhe? Da ist nur noch die normale Mugge hier. Jo. Dim. Oh, hier wurde die leider. Dann lass mal hoch. Nicht wundern, komm später wieder weg. Ist jetzt nur dafür da, damit ich weiß, wo die Leiter ist. So. Den muss ich schon mal gut. Eisenmäßig. Wir haben hauptsächlich Leben und Stecken. Hau mal rein. So, keine Ahnung, wo die hier schon wieder herkommen. Dann will ich mal kurz das Beton, Zement, Stein. Stein haben wir auch noch ein bisschen. Das ist gut. Und Zent haben wir auch ein bisschen. Uns fehlt aber Eisen, ne? Uns fehlt definitiv Eisen, damit wir die Eisenschmieden mal anschmeißen können. Aber gut, das brauchen wir nicht jetzt unbedingt. Das hat jetzt nicht so eine Priorität. Jetzt will ich noch mal kurz was googeln. Hier ist ein bisschen Beton. Ich muss hier wirklich mal gucken, wo jetzt was drin ist. Hier ist noch Beton. Das waren die leeren, alles klar. Hier ist ebenfalls noch Beton. So, die können erstmal weiter sprutzeln. Ich glaube, die können wir gleich auch einmal auffüllen. Naja, die können wir auf jeden Fall auffüllen. So, gut, der wohl leer. Den noch einmal hoch. Wenn wir genug Sand und Stein haben, können wir sogar noch einmal die Betonmische anwerfen. Warte mal, wir haben jetzt... Gut, haben gar nicht so viel. Die schmeißen wir mal rein, dann können wir zumindest ein voll knallen. Dann hau erstmal den Beton rein. Beton haben wir zumindest ein bisschen jetzt. Wie sieht's aus mit Goblet? Für Goblet haben wir noch gar keine Kiste, ne? Nee. Ich habe alle sie, aber kein Goblet. Ja gut, Goblet. Ja gut. Stellen wir uns mal vor, das waren Maschpflanzen. Dann passt das schon. Ach, dieses Caps-Look. Goblet.
Danke. Haben wir jetzt nicht, sollte aber rein. Gut, dann brauchen wir auch mal 6000 Cent. Oder eigentlich nur 5000. Das packen wir gleich wieder rein. Und bei Steuern. Oh, warte mal, die können eine Schmiede. Ach, kriegen wir hin. Schmeißen wir einmal den Betonmischer an. Einer räucht da jetzt. Wir haben ja im Moment ein bisschen was. Wunderbar. Dann können wir zumindest die zwei Schmieden hier nochmal vollbringen. Zack und zock. So, hier auch nochmal. So, dann ist Stone auch wieder aus. Aber zumindest lüft alles. Eisen müssen wir uns besorgen. So, Reststein rein, Restsend rein. Schön. Okay. So, hier ist nicht der Block. Da ist der Block. Dann haben wir das hier erstmal alle dicht. Und mit der Rampe muss ich... Kann ich jetzt eigentlich auch jetzt mal gucken. Ihr sortet mir. Ich muss jetzt mal kurz googeln. Das sieht nicht so willig aus. Warte mal, das waren zwei Stücke auf jeden Fall. Die war das, ne? Ne, das sind aber auch vier Stücke. Die, doch, die besteht aus acht Stücken. Na gut, die ist mit Sicherheit nicht Ramp, aber die wird mir zu steil. Ihr habt mir das gepostet. Ich hätte mir das mal merken sollen. Oder ausdrucken sollen, wäre besser gewesen. Waren das die hier? Ich glaube, ja. Obwohl, die haben wir doch benutzt. Oder? Jetzt nehmen wir jetzt mal zum Test. Nehmen wir einmal den. Ich will jetzt nicht da die ganze Rampe wieder wegreißen. So, denn den, der würde ja vorne vorkommen. Oder? Nö. Ich glaube, das sind nur der und der. Ich glaube, den da brauchen wir gar nicht. Ja, ja, das hier wäre jetzt ganzer Block. Aber ist auch ziemlich schräg, ne? Ich könnte natürlich die Achterrampe dann nehmen, die aus acht Teilen besteht. Die wäre wahrscheinlich schon flach, aber dann wären wir mit dem Eingang da hinten in Timbuktu. Ich hoffe, ich habe ja immer noch die Hoffnung. Eigentlich will ich das gar nicht umbauen. Von der Schräge her gefällt mir die Rampe hier ganz gut, aber... Ich habe ja die Hoffnung, wenn das später angestrichen ist, dass es gar nicht mehr so wellig aussieht. Wie gesagt, die Tiefgarage selber, die wird hier etwas... größer. Was ihr mir auch geschrieben habt, dass die Rampen, die wir benutzt haben, auch mit Zierleisten gibt, ist die Frage, welche haben wir benutzt? Das müsste ich jetzt einmal wissen. Die haben wir benutzt, ne? Die vier, ne? Eine schmale, schräge Spitze, ja. Ich glaube, ja. Und die soll es auch mit Zierleisten geben. Bin ich jetzt blind oder? Ach, warte mal, das ist aber die normale Rampe. Schmale, schräge Link. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Jetzt will ich nochmal was googeln. Fangen wir mal hier kurz oben an. Das war ja der höchste. Das heißt, der müsste das gewesen sein. Ja. Gut, dann müsste ich ja nicht die ganze Rampe austauschen, sondern eigentlich nur... Dann müsste der das wieder gewesen sein, ne? Ja. Ah, komm, die wird hier aber schon wellig, irgendwie. So, das wäre dann wieder der. Den müsste das der wieder gewesen sein. Piep. Nein, der. So, der wieder. Ja. So, und hier war ja gerade... Ja gut, das müssen wir eigentlich einmal machen. Ich glaube, drehen bringt dann nichts, aber den müsste es doch geben, auch zur anderen Seite, oder? Ich habe mir den ja jetzt angeklickt. Den da. Und das ist zur anderen Seite, ne? Der heißt schmale Schräge mittig links. Schmale Schräge Mitte rechts. Dem müsste das sein, ja.
Aber die Frage ist ja, ich meine, das sieht natürlich gut aus. Die Frage ist nur, wie mache ich es denn hier oben? Eigentlich würde das dann hier ein bisschen rangehen, dann müsste hier nur eine Ecke rein. Ja, das kriegen wir hin. So. Danke. Hier natürlich nicht. Hier ist er hier. So sieht das alles ein bisschen ordentlich aus. Das wusste ich nicht, dass es die auch als Zähleisen gibt. Da hatte ich nie drauf geachtet. Ja, ja. Gut, den bräuchten wir aber definitiv. Machen wir erstmal die eine Seite. So, das wäre der oberste. Ja, jo. Also quasi gesagt, immer zack. Zack. Und hier nochmal. So, der wird in hier reinkommen. Da noch einmal. Ja, gut, will ich, wird es so oder so aussehen. Ich hoffe, dass man das später nicht mehr so sieht. Das gleiche bräuchten wir denn noch einmal für die rechte Säule. Ja, ist richtig. Der wird ja wieder hier hinkommen. Habe ich ihn da auch? Ja. So wieder. Sieht denn einfach besser aus. Beete wollte ich doch noch ansetzen. Ganz vergessen. Gut, den bräuchten wir aber definitiv. Den hatten wir schon, den jetzt. Das müsste hier, und da brauchen wir am Ende noch die Spitze, ne? Der da sein, ja. So. Und hier noch einmal. Und natürlich noch einmal die untere Säule. Zuck. Ja, was sein muss, muss sein. Tut mir wirklich leid, aber es soll ordentlich aussehen und der Vorschlag von euch ist wirklich Gold wert. Den hier ist noch einmal kurz hier, den... dem... Warte mal, wir hätten schmale Schräge hier, den brauchen wir. Ja. Der müsste mich den hier rein. Dankeschön. Ich glaube, dadurch entsteht auch das Willige. Und irgendeine Rampe ist nicht ganz schräg von den vieren. So, das Ganze dann auch einmal für die andere Säule. Das wäre denn der. Oh, man sieht das jetzt doof wegen der Erde. So, noch einmal. Oh, da kommt ja noch eine ordentliche Kante ran. Das bleibt ja nicht so. Gut, dann haben wir hier zumindest ordentliche Zierleisten. Auch wenn es wirklich sehr wellig aussieht. Wie gesagt, vielleicht sieht man später nicht mehr, wenn es angemalt ist. Dann müsste hier aber allerdings, damit es hier so rumgeht. Vielleicht lasse ich es aber auch so. Warum? Wir haben hier jetzt durchgehen. Wenn ich hier jetzt so rüberziehen würde, müsste hier eine Ecke rein. Dann würde es hier so ab. Ich glaube, das lassen wir so. Das sieht so besser aus. Dann haben wir die Rampe ein bisschen extra. Wieso fehlt hier ein Block? War das eben eine Uschi? Würde denen alles zutrauen. Hab jetzt aber auch nichts einstecken außer Holz. Ja, würde ich denen aber auch zutrauen. Ganz ehrlich. Müssen wir so die Säulen einmal alle kontrollieren? Aber so schnell kriegen sie es jetzt zum Glück nicht zum Einsturz. Da halten genug Säulen. Wenn wir später die Mauern drin haben, dann sowieso nichts. Denn ich laufe einmal kurz rüber. Es geht schneller. Holen wir jetzt ein bisschen Nitrat. Wir holen das Gammelfleisch. Holz haben wir einstecken, Lehm haben wir hier. Dann haben wir hier nämlich jetzt die Beete in die Werkbank. Oh, da ist mein Zuhause. Was sein muss, muss sein. Wie gesagt, Stahl, klar, wir müssen Eisen besorgen. Werden wir wahrscheinlich auch nochmal machen, so eine schöne Eisenfarmrunde. Aber Stahl haben wir zum Glück nicht mehr so eilig. So viel ist ja jetzt auch nicht zu Bruch gegangen.
Und wir haben ja über 500 Steine in der Kiste. Den give me mal kurz. Das Gummelfleisch. Gib mir auch mal das Nitrat. Das war Nitrat, Lehm und Holz, ne? Ein Gammelfleisch halt, ne? Wir geben mal kurz Bete. Und mal auf die Folgen. Ja, ja, und Lehm haben wir drüben. Das ist Post. Haben wir hier noch etwas drin? Nein. Gut, dann lass uns wieder rüber. Halt, warte mal. Wenn ich schon mal hier bin. Die können drin bleiben. Die haben wir drüben überall drin. Die bleiben als Andenken drin. Aber die Schmelztiegel. Die möchte ich schon gerne mitnehmen. Hier haben wir mir auch noch einen. Flip. Danke. Irgendwas spawnt hier auch schon wieder unterwegs gerade. Ist immer so schön, an den FPS zu merken. Ja. Obwohl, ich glaube, er ist nicht zum Teil an den Bäumen. Aber gut, dann müssen wir durch. Ich brauche da Holz. Gut. Ich habe vergessen, Kobbel. Nein, egal. Kobbel, so müssen wir, glaube ich, eh ansetzen. Dafür brauche ich wieder Stein. Kann aber auch sein, dass ich hier schon Cobblestone angesetzt habe. Müssen wir auch gleich mal gucken. Wir haben ja oben unsere Werkbänke. Da wollen wir jetzt eh hin. Wir brauchen nur einmal Lehm. Dort haben wir hier. Dort. So, das reicht, glaube ich. Ich nehme vor, es ist Robert 2 mit. Lass mal hoch zu den Werkbänken. So, hier nicht. Hier nicht. Hier auch nicht. Hier, siehst du mal. Dann kannst du auch gleich hier die Beete reinhauen. Wie viele kriegen wir hin? 52. Den ist Gammelfleisch aus. Aber gut, es ist schon mal ein guter Anfang. Braucht natürlich ein Wäuchchen. So, und hauen den Rest Lehm mal wieder rein. Sortiere hier mal ordentlich. Gurbelsdung kann ich jetzt auch erstmal rein. Hatten wir hier. Hier. So, Nitrat haben wir auch schon hier. Kann rennen. Kann wir vielleicht noch nicht. Die beiden Schmelzziegel kommen jetzt unten in die Schmiede. Wenn ihr jetzt mich Stück für Stück den Kram hier rüberschleppen. Hier nicht. Hier. Rein. Und den selbstverständlich auch. Gut. Das geht zum Händler. Glaube ich. Ja. Sonst hätte ich sie ja nicht im Inventar. Und dem müssen wir Eisen besorgen. Jetzt haben wir sowieso Nacht. So, dann haben wir noch Zeit. Dann kümmern wir uns Tag. Ja, ich glaube Tag 70 sollte reichen, um den Kram da fertig zu machen. Ich mache mal schon einen Block und renne trotzdem falsch. Wir müssen erstmal Eisen besorgen und ein bisschen Stein kriegen wir nebenbei auch raus, damit wir noch ein bisschen Cobblestone einsetzen können. Das wird also. Damit wir hier weitermachen können. Und die Beete können wir denn hier auch raus. Wird nicht reichen, aber die können wir auch weiter reinsetzen. So, ich muss einmal nach Hause. Wir gehen, wenn wir farmen wollen, machen wir aber nächste Folge, brauchen wir definitiv Kaffee und unser Bergbau-Outfit. Und ehrlich gesagt würde ich das gerne mit den Zombies mal ausprobieren. Bloß die Zombies sind ja nie da, wenn man sie braucht. Also, mit Umrahmen hier. Das wäre schon irgendwie cool. Aber die Gelegenheit werden wir noch kriegen. Da bin ich mir sicher. So, haben wir hier eigentlich noch Cobblestone und sowas? Ja, ein bisschen, ja gut. Das hält sich alles in Grenzen. Hier, Gammelfleisch schauen wir wieder hier drin. Und den einen Port kannst du da reinhauen. Wie viel Koffer haben wir? Reicht zum Formen. Nimm mit. Das Bergbau-Outfit haben wir hier. Das Holzfälle. Sehe ich euch jedes Mal. Also die Plünderer, Räuber, Ranger. Hier, Backup mit der Handschuhe. Backup oder Helm. Backup bei der Outfit. Backup oder Stiefel. Und. Ich glaube, die hatten wir, ne? Auf 5. Vollstrecker. Ja. Gut, ich will jetzt aber nicht extra zum Händler laufen. Und damit ich nicht durcheinander komme,
schmeiß ich die schlicht und einfach erstmal hierin. Gut, sind wir aber für diese Folge am Ende. Dann machen wir beim nächsten Mal eine kleine Eisenfarmrunde. Dann können wir die Schmiede wieder voll anschmeißen. Und wir können da weiterarbeiten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüssi!